und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Wir sind heute im Rathaus in Lohne und neben mir steht der Bürgermeister, Herr Tobias Gerdesmeier. Hallo. Hallo und herzlich willkommen im Rathaus. Vom 4. bis zum 13. Mai finden die 12. Lohner Kulturtage statt. Was passiert an den neuen Tagen? Wie sieht das Programm aus, Herr Gerdesmeier? Ja, wir haben ein ganz abwechslungsreiches Programm, wo wirklich für jedermann etwas dabei ist. Ein Programm zum Hören, Sehen, Fühlen und Schmecken. Wir haben Konzerte, wir haben Ausstellungseröffnungen, wir haben gemeinsames Singen, wir haben sogar eine Skulpturenausstellung in Lohne. Man kann wirklich sagen, das ist ein ganz abwechslungsreiches Kulturprogramm und da kann jeder Besucher der Stadt Lohne das für sich passende auch finden. Mhm. Gibt es ganz spezielle Highlights an diesen neuen Tagen? Ja, wir haben also wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Wir haben eine Ausstellungseröffnung in der Galerie Luzi Uppmoor. Das ist der Startschuss auch für die Kulturtage. Wir haben ein gemeinsames Singen der Lohner Grundschüler im Heinz-Detmar-Stadion. Da sind natürlich auch alle Eltern und Großeltern ganz herzlich eingeladen. Es wird eine Veranstaltung sein, zusätzlich noch auf dem Lohner Wochenmarkt, wo Lohner Kinder auf Platt singen. Aha. Und dann haben wir zwei besondere Highlights. Das ist zum einen der Auftritt von Mia Pittroff. Mia Pittroff ist eine bekannte Kabarettistin, die auch schon mehrfach im Fernsehen aufgetreten ist. Sie wird in der Halle Road Sound ihre Darbietung vollführen. Und wir haben zwei junge, ganz witzige Kabarettisten mit Marius Jung und Till Kersting. Das ist ein Programm, auf das wir uns ganz besonders freuen. Mhm. Und das findet auch in der Road Sound Halle statt? Ja, wir haben also wieder die Halle Road Sound gewinnen können. Eine tolle Veranstaltungshalle, die sehr aufwendig hergerichtet wird für die Veranstaltungstage. Mhm. Und wir hatten das beim letzten Mal schon so, bei den letzten Kulturtagen, dass viele Besucher ganz begeistert waren, wie professionell diese Halle hergerichtet ist. Man kommt da wirklich rein und denkt, wow, gibt's doch gar nicht, dass es sowas in Lohne hier, dass sowas in Lohne möglich ist. Wir haben die Möglichkeit von 400, ich glaube sogar bis 800 Plätze dort anzubieten in der Halle und darauf können sich die Besucher freuen. Mhm. Ein ganz besonderes Highlight vielleicht auch noch ist am letzten Tag der Kulturtage, am 13. Mai, das Konzert der Lohner Stadtkapelle. Die Lohner Stadtkapelle wird Filmmusiken präsentieren und passend zu den Filmen aus den letzten 50, 60 Jahren sieht man im Hintergrund auf einer großen Leinwand dann entsprechend die Filmsequenzen. Mhm. Und wo wird das stattfinden? Das wird auch in der Halle Road Sound stattfinden. Da wird die Halle Road Sound auch ganz besonders toll hergerichtet. Und dieses Zusammenspiel von Musik, von den Stücken der Stadtkapelle, auch teilweise emotionalere Lieder, die gespielt werden und im Hintergrund laufen dann die dazugehörigen Filme. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz besonderes Highlight, auf das man sich freuen kann. Jetzt haben Sie uns schon ganz neugierig gemacht. Wie ist denn das ganze Programm entstanden? Gab es da mehrere Organisatoren, die dazu beigetragen haben? Das Besondere der Lohner Kulturtage ist ja, dass wir nicht nur professionelle Künstler haben und nur über Agenturen so ein Programm gestrickt wird. Wir haben in Lohne ein Kulturforum. In dem Kulturforum sind alle kunsttragenden Vereine versammelt und die machen sich gemeinsam Gedanken, wie können wir für die Lohner, aber auch für die Gäste von außerhalb ein interessantes Programm zusammenstricken. Und dieses Kulturforum hat letztlich dann auch dieses Programm ausgewählt, zusammengestellt, natürlich mit Hilfe der Verwaltung. Und das Besondere der Kulturtage ist eben, dass wir nicht nur professionelle Künstler haben, wie die beiden Kabarettisten, die ich gerade angesprochen habe, sondern eben auch Lohner Vereine, Schüler, Theatergruppen des Gymnasiums beispielsweise, die ihre Aufführungen machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was in dieser Form relativ einmalig ist. Professionelle Angebote, aber auch Angebote von hiesigen Kindern, Jugendlichen, die sich mit dem Thema Kultur beschäftigen. Wie sieht das aus mit den Eintrittspreisen und wo bekommt man Karten? Im Vorverkauf oder direkt an der Abendkasse? Auch das ist ganz unterschiedlich. Wir haben viele Veranstaltungen oder einige Veranstaltungen, muss man sagen, der 16, die wir insgesamt haben, bei denen der Eintritt frei ist. Also das Singen der Kinder in der Innenstadt natürlich, aber auch die Eröffnung der Kulturtage im Rahmen der Vernissage in der Galerie Luzi Uppmoor am 4. Mai. Dort ist der Eintritt frei. Mhm. Für einige andere Veranstaltungen braucht man natürlich Eintrittskarten, die unterschiedliche Preise haben, zwischen 8 und 12 Euro, wenn ich richtig informiert bin. Und diese Karten bekommt man an verschiedenen Vorverkaufsstellen, zum Beispiel bei Piano Harz, bei den Lohner Buchhandlungen. Und auf jeden Fall kann man, wenn man hier im Rathaus anfragt oder auf unsere Homepage geht, entsprechende Informationen bekommen, wo man die Karten erhalten kann. Mhm.
Wenn jetzt der ein oder andere Zuschauer noch Fragen hat oder sich das nochmal genau nachlesen möchte, wo kann er das machen? Ja, also wir haben die Informationen zum einen im Rahmen des Veranstaltungskalenders auf unserer Homepage. Man kann sich da informieren. Dann gibt es diesen wunderbar bunt gestalteten Flyer, den ich vielleicht mal einmal in die Kamera halten darf. Mhm. Dieser Flyer liegt aus hier im Rathaus, aber auch an ganz vielen Stellen in der Stadt Lohne. Dort sind alle 16 Veranstaltungen aufgeführt. Da kann man auch sich informieren über die Eintrittspreise und man bekommt eben auch die Informationen, wo man die Karten letztlich erhalten kann. Das ist wirklich gut gestaltet, wenn ich das mal so sagen darf. Und da findet man die entsprechenden Informationen. Wenn dann noch eine Frage offen sein sollte, ein Blick vielleicht auf die Homepage der Stadt Lohne oder aber auch bei unserer Kulturabteilung bei Frau Heidkamp eine entsprechende Nachfrage. Mhm. Ja, Herr Geldesmeier, ich bedanke mich recht herzlich. Sie haben uns die 12 Lohner Kulturtage sehr schmackhaft gemacht. Das ein oder andere Programm oder Veranstaltung, die werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und Sie, liebe Zuschauer, sollten sich diesen Termin vom 4. bis zum 13. Mai 2012 unbedingt auch in Ihrem Terminkalender vormerken. Danke. Ja. Vielleicht darf ich noch zum Schluss einen kleinen Appell an die Zuschauer auch richten. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Lohne besuchen würden, die Lohner natürlich auch. In Lohne ist in diesen 9 Tagen richtig was los, das kann man so sagen. Es findet ganz, ganz viel Abwechslungsreiches statt. Und ich glaube, alle Veranstaltungen, die hier zusammengestellt worden sind, haben es verdient, dass sie viele Besucher haben. Und von daher kann ich jeden nur ermuntern, zu diesen Veranstaltungen zu gehen. Sie werden es nicht bereuen. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ja, herzlichen Dank. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Wir sind heute auf dem neuen Betriebsgelände von Audi an der Falkenrotter Straße in Vechta. Neben mir steht der Geschäftsführer von Audi, Herr Helmut Hane, und der Experte für die Audi Offroad Experience. Herr Hane, wie ist diese Idee entstanden, hier so eine Audi Offroad Experience zu veranstalten? Ja, wie ist die Idee entstanden? Sie sehen ja hinter uns, als wir den Bau geplant haben, haben wir uns überlegt, wie interessieren wir die Menschen für das Produkt, weil es hier ja viele Jahre keinen Audi-Händler gegeben hat. Ja. Wie beschaffen wir Bekanntheit und Image? Dann sind wir auf diese Idee gekommen, wenn man so ein schönes, großes Grundstück hat mit den Möglichkeiten, dann bietet sich das förmlich an. Dann haben wir mal mit den Spezialisten gesprochen und die haben uns in dieser Überlegung bestätigt und das fertige Produkt sehen Sie jetzt hier. Also der Audi-Terminal wird in Kürze fertig sein und die Außenarbeiten sind hier im vollen Gange und da ist die Überlegung halt gekommen, wir machen hier einen Parcours, einen Geländeparcours. Ja. Herr Hill, Sie sind der Experte. Was muss man sich unter einer Audi Offroad Experience vorstellen? Das klingt jetzt vielleicht etwas dramatischer als es ist. Wir versuchen nur dem Kunden das Auto, den SUV nahezulegen, dass er nicht nur auf der Straße bewegt werden kann, sondern sowohl auch im Gelände. Das sind alles Serienfahrzeuge, die wir hier vorfinden und wir werden ja dann diesen Parcours abfahren, filmerisch, und Sie werden sehen, dass es nichts ein Problem ist. Da ja 95% der in Deutschland zugelassenen SUVs nicht mal eine Schotterstraße sehen, geschweige denn Gelände, kann man den Kunden das hier das einmal erleben lassen.
Und wie sieht dieser Parcours aus? Was für Anforderungen werden gestellt, beziehungsweise was müssen die Fahrer machen? Die Fahrer müssen einfach nur diese verschiedenen Module abfahren. Wir haben hier ein Achsverschränkungsmodul, wo man sieht, wie verschränkt sich das Auto, über welche Hindernisse kann ich fahren. Dann haben wir hier eine Steilfahrt. Weiters haben wir hier simuliert ein Flussbett, das ausgetrocknet ist mit groben Steinen, wo man durchfahren kann. Und dann natürlich zur Krönung unseren Steigungshügel mit der Abfahrt ins Wasser. Herr Hane, wer kann an diesem Parcours teilnehmen? Muss man bestimmte Voraussetzungen mitbringen? Wer kann diesen Parcours abfahren? Also grundsätzlich können alle diesen Parcours abfahren. Voraussetzung ist Führerschein, das heißt 18 Jahre alt, Führerschein. Kein Alkohol, ist auch eigentlich selbstverständlich. Ja. Und ansonsten sind alle herzlich eingeladen, die mal so etwas erleben möchten, weil unser Ziel ist ja auch, dass wir die Menschen begeistern möchten mit dieser Aktion. Und da freuen wir uns schon auf möglichst viele Teilnehmer. Hört sich auf jeden Fall richtig spannend an. Ja, bekommen die Fahrer auch Einweisungen? Die Fahrer bekommen kurze Einweisungen, ein kurzes Briefing am Anfang für alle. Und dann wird an jedem Modul jemand stehen und sie nochmal darauf hinweisen, was sie zu tun haben und wie sie das am besten bewältigen. Und auch eine spezielle Einweisung für die Fahrzeuge? Spezielle Einweisung für die Fahrzeuge? Nein, außer es ist jemand mit dem Produkt überhaupt nicht vertraut und er hat Fragen, dann werden wir natürlich auf das Fahrzeug auch einweisen. Und welche Fahrzeuge kommen hier in den Einsatz? Das sehen wir hier hinter uns. Einmal haben wir den Q3, dann haben wir einen Q5 Hybrid und einen Q7 Zwölfzylinder. Das sind alles spezielle Geländewagen? Das sind keine speziellen Geländewagen, die gehen so vom Band. Das sind einfach SUVs, so werden die bezeichnet. Die haben sowohl On- und Offroad-Eigenschaften. Herr Hane, wann denken Sie, wird der Audi Terminal fertiggestellt? Haben Sie schon ganz spezielle Termine im Kopf? Ja, natürlich haben wir Termine im Kopf, gar keine Frage, weil wir ja auch planen müssen. Aber im Moment gestaltet sich das Bauvorhaben so, dass wir hoffen, dass er Mitte Juli fertiggestellt wird. Und dann werden wir auch zeitnah mit einem großen publikumswirksamen Auftritt den Betrieb eröffnen. Und da hoffen wir, dass möglichst viele aus der Region dann den Weg zu uns finden. Denn letztendlich müssen sie sich mal klar machen, dass es seit einigen Jahren in der Boomregion Vechta keinen Audi-Vertragshändler gab. Und da freuen wir uns schon drauf, dass wir das jetzt ändern dürfen. Hört sich gut an für die Zukunft, aber jetzt erstmal vom 27.04. bis zum 1. Mai 2012 findet hier die Audi Offroad Experience statt. Da freuen wir uns schon riesig drauf. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das ein gelungener Event wird. Vielen Dank für dieses Gespräch und für diese Auskunft. Danke. Gerne, danke schön. Wir sitzen jetzt hier in einem Q7 Zwölfzylinder mit 500 PS und 1000 Newtonmeter. Mit dem Fahrzeug werden wir jetzt einmal den Parcours befahren. Wasser B, kommt die Wasserdurchfahrt hin. Treibsandkurve, Verschränkung für die Allradfahrzeuge, Schrägfahrt, das Felsbett. Und nochmal eine Schrägfahrt. Und dann geht es den Berg rauf, 10 Meter hoch. Und dann mit 31% Gefälle wieder runter durch das Wasserbecken. Und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Wir sind heute im Heinz-Detmar-Stadion in Lohne und meine Gäste sind heute der Präsident vom Werdereck, Herr Peter Müller-Maibaum, Herr Helmut Pölking, Vorsitzender des Lehrausschusses Kreis Vechta und der Trainer von Blau-Weiß Lohne, Herr Thomas Schmunkamp. Hallo. Hallo.
Ja, Herr Müller-Maibaum, am 12. und 13. Mai findet hier im Heinz-Detmar-Stadion ein ganz, ganz tolles Ereignis statt. Fangen wir vielleicht mal mit dem 12. Mai an. Wann geht das los? Wie sieht das Programm an dem Tag aus? Ja, wir haben, man kann schon fast sagen, ein grün-weißes Wochenende hier im Heinz-Detmar-Stadion geplant. Und wir beginnen am Samstag, den 12., mit der ersten offiziellen Fanclub-Meisterschaft von Werder Bremen. Was ist darunter zu verstehen? Wir wissen ja alle, dass bei Werder Bremen mehrere hundert Fanclubs, so wie auch das Werdereck, gelistet sind. Alle Fanclubs wurden angeschrieben bundesweit und es haben sich jetzt zu diesem Turnier 28 Mannschaften gemeldet. Die Anmeldung ist soweit abgeschlossen? Jawohl, das ist soweit abgeschlossen. Und die weitesten Gäste kommen sogar ganz aus Thüringen angereist. Und ich denke mal, es wird eine lustige, witzige Angelegenheit. Wie gesagt, es ist ein Turnier. Wir werden hier die Plätze auf Kleinfeld spielen. Und dann geht es erst in eine Gruppenphase. Und dann, wie man es eben halt von einem Fußballturnier kennt, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und wir starten um 11 Uhr vormittags. Und geplant ist, dass wir so gegen 17, 17.30 Uhr dann fertig sind und dass dann der erste deutsche Fanclubmeister ermittelt ist. Also um 18 Uhr findet die Siegerehrung mit Pokalübergabe statt? Ja, um 18 Uhr, es wird also auch noch ein Zelt hier aufgebaut im Stadion. Um 18 Uhr findet dann die Siegerehrung statt und dann soll es am Abend auch weitergehen. Da haben wir in Zusammenarbeit mit Radio Bremen 4, Radio Bremen stellt also auch einen Discjockey und dann haben wir angedacht, eine Fanparty zu machen, wo alle herzlich eingeladen sind, nicht nur Fußballer. Der Eintritt ist auch frei. Wir haben gesagt, wir nehmen keinen Eintritt, denn am gleichen Abend findet ja auch das Endspiel des Deutschen Fußballbunds, der DFB-Pokal statt, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Das wollen viele nicht verpassen. Und das werden wir also auch im Zelt dann live übertragen, über eine Großleinwand. Ja, kommen wir jetzt vielleicht zu Sonntag, dem 13. Mai. Da gibt es ja ein ganz besonderes Highlight. Ja. Der Erstligist Werder Bremen wird hier anwesend sein. Was passiert an dem Tag? Wir haben, wie gesagt, am 13. den SV Werder Bremen hier zu Gast mit der ersten Mannschaft. Es ist ein Testspiel, Vorbereitung für die neue Saison. Und das Spiel findet statt gegen eine Kreisauswahl aus dem Landkreis Vechta. 15 Uhr ist Anpfiff. Ja. Und wir hoffen und rechnen natürlich da also auch mit vielen Zuschauern und rege Beteiligung. Jetzt sprachen Sie gerade die Kreisauswahl Vechta an. Wir haben hier den Experten neben uns stehen, Herr Schmunkamp. Sie sind Trainer bei Blau-Weiß-Lohne und sind auch zuständig für die Kreisauswahl Vechta. Nach welchen Kriterien geht man vor? Wie ist die Entscheidung gefallen? Ach, erstmal hat mich das Werdereck gefragt, ob ich diese Aufgabe übernehmen möchte. Das nimmt man natürlich sehr dankend an, das ist klar. Und welche Kriterien? Ja, es gibt hier im Kreis 9 Vereine, die auf Bezirksebene spielen, 2 Vereine auf Landesligaebene. Und ich denke, aus diesen Vereinen wird sich da eine gute Kreisauswahl zusammenstellen lassen. Mhm. Ja. Ist die Entscheidung schon gefällt worden, wer in die Kreisauswahl kommt? Man hat sicherlich den einen oder anderen Namen im Kopf, aber wir werden den offiziellen Weg gehen. Wir werden die Vereine informieren, wir werden überwiegend den Trainer natürlich informieren und uns das Okay von dem Trainer holen, dass auch die vermeintlich besten Spieler auch an diesem Spiel teilnehmen dürfen. Und das ist aber bislang noch ein Geheimnis. Ein Geheimnis, es ist nicht großartig bekannt, das stimmt, ja. Herr Pölking, Sie sind zuständig für das Vorprogramm. Was läuft vor dem eigentlichen Spiel, also vor 15 Uhr ab? Ja, vor 15 Uhr läuft Folgendes ab, wie ich davon hörte, dass Werder Bremen hier zu Gast ist und hier gegen eine Auswahl spielen wird. Aufgrund dessen habe ich Kontakt mit dem Werdereck aufgenommen und habe dementsprechend angefragt, ob es möglich wäre, eine Kreisjugendauswahl oder Kreisjugendauswahlmannschaften gegeneinander zu spielen. Und da kam mir im Sinn der Kreis Vechta und Kreis Kloppenburg, weil die sowieso sehr viel zusammenarbeiten und gute Kontakte knüpfen. Aufgrund dessen war meine Frage, ob die Kreisauswahl der Junioren, Jahrgang 2001 gegen Kreis Kloppenburg, auch gleichen Alter, gegeneinander dieses Vorspiel ausranken dürfen. Und die spielen dann eine halbe Stunde? Und die Spielzeit beträgt also eine halbe Stunde, werden wir machen, auf ein kleines Feld. Ja, und also ist auch dementsprechend für unseren Nachwuchs, man muss es ja als Nachwuchs sehen, dementsprechend ist zwar noch ein langer Weg, aber
ich hoffe, dass von diesen jungen Burschen demnächst auch wieder welche im Herrenbereich erscheinen werden. Und für solche jungen Burschen wird es natürlich ein Highlight werden, auch mal für eine so eine Kulisse zu spielen zu dürfen. Genau, die Jungen vor so einem Publikum spielen zu lassen, das wird garantiert ein Highlight. Ja, Herr Müller-Maibaum, wie sieht das aus mit dem Erlös? Was passiert mit den Einnahmen aus dieser Veranstaltung? Die Einnahmen gehen zugunsten der Werder Bremen Stiftung. Und natürlich, so wie man es vom Werder erkennt und auch gewohnt ist, für den Jugendfußballsport in unserer Region, was das Werder-Eck dann also auch entsprechend ausschütten wird. Mhm. Auf jeden Fall eine sinnvolle Investition. Ganz bestimmt, ja. Mhm. Steht eigentlich der Schiedsrichter für diesen Tag schon fest? Nein, also der Schiedsrichter steht noch nicht fest. Wir haben mit der Schiedsrichterwahl den Herrn Mike Otte beauftragt. Mhm. Herr Mike Otte ist Vorsitzender im Schiedsrichterwesen beim Niedersächsischen Fußballverband Kreis Vechta. Und er wird praktisch dann, denke ich mal, ein gutes Schiedsrichterteam aussuchen. Also die Entscheidung muss noch gefällt werden. Wie sieht das aus mit dem Spielbetrieb, der eigentlich am Sonntag stattgefunden hätte im Amateurbereich? Ja, also eine ganz wichtige Frage. Und natürlich, wir bewegen uns ja auch im Amateurbereich zum Ende der Saison. Teilweise geht es ja dann auch noch bei den Amateurmannschaften um Aufstieg, um Abstieg und so weiter und so fort. Und da möchte ich also mich ganz, ganz herzlich bedanken und auch ein ganz großes Kompliment aussprechen an den Niedersächsischen Fußballverband, ganz besonders an die Staffelleiter, die für den Spielplan verantwortlich sind, die den Spielplan zusammenstellen. Und es ist ihnen tatsächlich gelungen, dass parallel am Sonntag praktisch um 15 Uhr kein Amateurspiel stattfindet. Die Spiele sind verlegt worden. Und wie gesagt, dafür nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Mhm. Ja, super. Vielleicht nochmal abschließend, wie sieht das aus mit den Eintrittspreisen und wo erhält man Eintrittskarten für das Spiel am 13. Mai? Die Eintrittskarten sind erhältlich bei der Firma Schumacher Reisen. Wir haben zwei Kategorien, und zwar einmal Erwachsene Stehplatz 10 Euro, dann Erwachsene Sitzplatz 15 Euro und für die Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren haben wir einen Eintrittspreis von 5 Euro. Ja, und wer es sich an dem Tag besonders gut gehen lassen möchte, der kann auch eine VIP-Karte ersteigern für 55 Euro. Mhm. In diesem Preis ist alles inklusive, also es wird ein Buffet aufgebaut, Essen, Trinken, wenn man eine Cola, ein Glas Bier oder sonst was möchte. Also wie gesagt, das ist inklusive Catering. Ja, meine Herren, dann wünsche ich Ihnen an diesen beiden Tagen, am 12. und 13. Mai 2012, sehr, sehr viel Spaß, viel Erfolg. Ich denke, das werden zwei unvergessliche Fußballtage rund um Werder Bremen. Ja, wir freuen uns auch schon alle riesig drauf. Dankeschön. Danke. Ja, danke. Danke. Dankeschön. Ich bin's Nele. Hi, ich bin's Caro. Wir wollen euch heute wieder die neuesten Kinofilme vorstellen. Ah, und der erste ist halt American Pie. Und das ist halt das Klassentreffen mit Allison Hannigan, Tara Reid. Und halt die Story ist dann, dass die Clique sich nach einer langen Zeit wieder trifft und sieht halt, was aus den Schulfreunden geworden ist. Jim und Michelle sind verheiratet, Kevin und Vicky haben eine gescheiterte Beziehung und Oz und Heather, die Gefühle sind halt erkaltet und an einem Wochenende kann viel passieren. Ja, und jetzt kommt der Trailer dazu. Dü-dü-dü-düm. Mit dem Tisch. What's the next film? Von mir. My mind's telling me no. But my body's telling me yes. Baby. I don't want to hurt nobody, but there is something that I must confess. Evan, wie hast... Seit wann kannst du Türen aufmachen? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Evan, fass das nicht an! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh
American Pie, das Klassentreffen. Also unser nächster Film heißt Fishing Impossible und darum geht es, dass zwei junge Bambushaie und die besten Freunde Pup und Julius, die leben in einem Riff und ihre Fischeier wurden gestohlen und sie wollen sich das jetzt nicht gefallen lassen und jetzt wollen sie den Dieben hinterher. Und sie können dann halt auch an Land, indem sie Roboteranzüge haben und sich die anziehen und dann können sie an Land und die dann da auch verfolgen. Und ja, und dann kommt jetzt der Trailer. Genau. So macht man das, kleiner Bruder. Hör bitte auf, Julius. Komm schon, mach doch Spaß. Ich frag mich, wie die wohl schmecken. Wenn du sie nicht probierst, wirst du es nie erfahren. Es ist soweit. Er will uns fressen! Lauft! Es reicht mir. Jetzt sind die süßen Hühnchen sauer. Die fressen alles bis auf die Rückenflossen? Glaubst du, du kannst einfach so abhauen? Mami, Fische leben doch normalerweise im Wasser, oder? Ja, mein Schatz. Nur im Wasser. Warum fragst du? Nur so, nicht so wichtig. Und der nächste Film ist Marvel's The Avenger. Das ist mit Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. und Chris Hemsworth. Und in der Geschichte geht es halt darum, dass Marvel Informationen über eine Geschichte erhält, die eigentlich unter Verschluss ist. Und die Details, die durchsickern, führen die Avengers wieder zu Thors senierterem Halbbruder Loki. Und der versucht dann mit Hilfe von einem kosmischen Würfel die Rache für seine Niederlage zu nehmen. Und er manipuliert halt Bruce Banner, der unter Wut in das grüne Monster Hulk verwandelt wird und Städte in Schutt und Asche legt. Und dies soll halt gestoppt werden und zusammen mit dem mysteriösen Nick Fury und dessen Organisation schaffen dann die Avengers das. Bestimmt. Hört sich spannend an. Oh. Ja. Ihr seid dazu da, beherrscht zu werden. Am Ende ist jeder für sich selbst verantwortlich. Was machen wir? Wir machen uns bereit. Wir hatten den Plan, eine Gruppe von außergewöhnlichen Leuten zusammenzubringen. Und wenn wir sie brauchen, werden sie den Kampf führen, den wir nicht gewinnen können. Gentlemen, was seid ihr bereit zu tun? Nicht böse sein, aber ich spiele nicht so gern mit anderen. Ein großer Mann in der Rüstung. Nimm sie weg, was bist du dann? Ein Genie. Milliardär, Playboy, Wohltäter. Wenn wir die Welt schon nicht beschützen können, die Avengers werden sie rächen. Dr. Banner, Ihre Arbeit sucht Ihresgleichen.
Ich finde es toll, wie sie die Kontrolle verlieren und zu einem grünen, hässlichen Wutmonster werden. Vielen Dank. Nele, wie heißt unser nächster Film? The Lucky One, für immer der Deine. Der läuft am 26. April. Und wer spielt da mit? Zac Efron und Taylor Schilling. Und worum geht's? Also der US Marine Sergeant Logan Tribault kehrt aus dem dritten Einsatz im Irak zurück und der hat nur überlebt wegen einem Foto von Beth und er hat sich vorgenommen, wenn er den Krieg überlebt, sucht er sie auf. Und als er sie dann aufsucht, nimmt er bei ihr einen Job in der Hundezucht an und lernt sie dann auch kennen und es entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden trotz anderer Probleme und er hofft halt, dass sie noch was anderes sein kann als ein Talisman. Hört sich richtig gut an. Dann kommt jetzt der Trailer. Es war am Morgen, nach einem Nachtangriff. Und ich hab's einfach gefunden. Als wäre es für mich bestimmt. Gib auf dich Acht. Ich schwor mir, wenn ich lebend da rauskäme, würde ich sie finden. Und ihr dafür danken, dass sie mir das Leben gerettet hatte. Ich bin Beth. Logan. Was wollen Sie in Hampton? Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Der Typ hat sich um den Job beworben und ich konnte ihn nicht abwimmeln. Wie hast du es geschafft, dass er geht? Ich habe ihm den Job gegeben. Du weißt doch gar nichts von ihm. Du auch nicht. Wer ist das? Ach, nur jemand, den Anna eingestellt hat. Noch zusammen. Willst du mit uns essen? Ben, bestimmt hat Logan schon andere Pläne. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Plan hatte. Sauberer kann der Topf jetzt nicht mehr werden. Du denkst wohl, ich merke nicht, was hier los ist. Als ob du hier noch was zu sagen hättest. Ich gehe mit einem Kollegen ein Bier trinken. Das ist kein Date. Ich will dir schon seit langem etwas sagen. Ich finde einfach nicht die richtigen Worte. Das da ist immer noch auch mein Sohn. Lass meinen Arm los. Sie sollten tun, was sie sagt. Du weißt nicht, womit ich hier klarkommen muss. Eins weiß ich. Du hast was Besseres verdient. Du hältst dich aus meinem Leben raus, verdammt nochmal. Du solltest jeden Tag geküsst werden. Jede Stunde, jede Minute. Wo hast du das her? Das hatte dein Freund Logan bei sich. Ich hätte es dir sagen müssen. Ich hab's versucht. Ich wusste nicht, wie. Ihr taucht hier mit sowas Persönlichem auf? Das kommt mir sehr verdächtig vor. Ich glaube, es war vorherbestimmt, dass er das Foto findet. Ich glaube, sowas passiert nicht ohne Grund. Wie willst du denn was erklären, das du nicht mal selbst verstehen kannst? Warum bist du hierher gekommen? Um dich zu finden. Am 26. April läuft im Sonnion-Kino um 15 Uhr Ziemlich beste Freunde. Und dazu seid ihr herzlich eingeladen. Ja, viel Spaß beim Trailer. Genau. Und welche Motivation haben Sie? Geld verdienen. Ich mag die Gegend hier. Ich mag behinderte Menschen sehr. Ich brauche 3 Absagen. Ist fürs Arbeitsamt. Ich verstehe, Sie brauchen das Geld. Haben Sie keine anderen Ziele im Leben? Doch, habe ich. Ein Ziel gucke ich gerade an. Und das ist sehr motivierend. Ich bin bereit, Sie für einen Monat zur Probe einzustellen. Ich wette, Sie halten keine 2 Wochen durch. Achtung! Oh, Scheiße, das vergesse ich dauernd. Hier. Guten Appetit. Ey. Entschuldigung. Alle machen sich Sorgen um dich. Gerade du müsstest vorsichtig sein. Die Jungs aus der Vorstadt kennen kein Mitleid. Das ist genau das, was ich will. Kein Mitleid. Das heißt, wenn Sie rote Ohren haben, sind Sie erregt? Und manchmal sind Sie morgens, wenn ich aufwache, sogar ein bisschen steif. Alle beide? Das lehne ich ab. Ich lasse Sie doch da hinten nicht ein wie ein Gaul. Was haben wir denn hier Schönes? So leid es mir tut, wir müssen pragmatisch denken. Pragmatisch? Das ist der Wahnsinn! Geburtstagsparty! Los, bewegt euch, Leute! There's no hesitation. Wir sind auch schon aufgewacht. 100 Euro, dass ich sie abhänge. Abgemacht. Nein, nicht weiter. Kümmer dich um die Ohren. Man muss total verrückt sein, um sowas zu machen.
steht ja aber gut. Stundenkilometer? Ist das das Maximum? Nein. Das ist ein Baum. Ein Baum, der singt. Das war es dann auch schon wieder von uns. Tschüss.